ich mache heute mal wieder eine kognitive Stunde. Und das Thema ist Diversity 101, weil mir kein besserer Titel eingefallen ist. Und das ist etwas, was ich schon länger mal irgendwie so vorhatte, aber eigentlich nie so wirklich machen wollte. Und jetzt mache ich es mal. Und der Grund dafür ist, dass gerade, erschreckenderweise gerade im Nerd-Bereich, die Menge an Nicht-Argumenten, die zu dem ganzen Thema Feminismus und Gleichstellung und Zeug kommen, leider viel zu groß ist. Und ich weiß nicht, ob ich das verbessern kann, aber ich kann es ja mal versuchen. So gut ich das in 4 Stunden recherchiert bekommen habe. Erstmal eine Reihe an Disclaimern, weil Leute, die mich die letzten Tage gehört haben, die wissen, wie unangenehm mir das ist. Erstens, ich werde sehr viel über so Frauen und so reden, aber eigentlich betrifft das alles nicht nur die Achse Männlein-Weiblein, sondern alles auch die Achse Schwarz-Weiß und die Achse behindert, nicht behindert oder versehrt oder ich weiß gerade nicht, was der politisch korrekte Ausdruck ist, sorry. Oder jung, alt oder also beliebig viele Achsen. Aber es ist leider viel, 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 viel einfacher, nur über Frauen zu reden und deswegen rede ich nur über Frauen. Ihr dürft aber immer euch dazu denken, dass ich auch all diese anderen Achsen damit meine. Zweitens, wenn ich darüber spreche, dass unsere Gesellschaft ganz böse ist und ganz blöd ist, was meine Meinung ist, dann meine ich nicht, du bist ganz böse und ganz scheiße. Also, ich möchte nicht, dass, wenn ich irgendwie darüber rede, wie sexistisch die Gesellschaft ist, sich Leute davon angesprochen fühlen und irgendwie denken, ha, jetzt will der mich hier und so. Sondern ich spreche von der Gesellschaft als Ganzes, als eine Summe von unglaublich vielen Einzelteilen. Zweitens, wenn ich mal euch speziell meine, was tatsächlich manchmal vorkommt, dann meine ich nicht, dass du das unbedingt bewusst tust. Also, wenn ich sage, du bist sexistisch, du bist biased, was du bist, dann meine ich nicht, das tust du mit Absicht und so, sondern ich meine, das ist halt so und damit muss man halt irgendwie klarkommen. Und zweitens, selbst wenn ich meine, dass du das bewusst tust, das kann ja mal passieren, dass jemand einfach so ein Mensch ist, der findet das alles ganz blöd und so und der stellt sich einfach auf den Standpunkt, ich finde das aber alles ganz blöd und ich will sexistisch sein, meine ich damit bitte nicht, verteidige dich, insbesondere, bitte komm nicht zu mir und versuch mich davon zu überzeugen, dass du recht hast, weil ich weiß, dass das böse klingt, ich will nicht mit euch diskutieren, aber nein, ich will nicht mit Leuten, die bewusst sexistisch sind, diskutieren, will ich einfach nicht. Ich bin der Allerletzte, der darüber eigentlich reden sollte, weil ich bin irgendwie weiß und ich bin männlich und ich bin intelligent und ich habe studiert und ich bin Mittelschichter und werde gut bezahlt. Aber leider bin ich der Einzige, der darüber redet. Insbesondere bin ich kein Spezialist. Ich habe Mathe studiert und nicht irgendwie Soziologie oder so. Das heißt, erwartet nicht von mir, dass ich unglaublich gut über alles immer Bescheid weiß. Ja, ich bin Laie, aber ich glaube, alle hier sind im Wesentlichen Laien, deswegen ist das hoffentlich okay. Und das Letzte, alle Verallgemeinerungen sind falsch, das ist etwas, was ich gerne sage. Ich mache gerne Verallgemeinerungen, weil Verallgemeinerungen sind sehr mächtig, aber Verallgemeinerungen sind immer falsch, also kommt mir bitte nicht mit, diese Verallgemeinerung ist aber falsch, das weiß ich. Die erste Frage ist, worüber sprechen wir, wenn ich irgendwie Diversity und sowas sage? Meine Meinung dazu ist, es gibt so eine bestimmte Bevölkerungsverteilung anhand verschiedener Achsen. Zum Beispiel sind 50% der Bevölkerung tatsächlich relativ genau, ich habe es heute recherchiert, weiblich. So ungefähr 19% in Deutschland haben Migrationshintergrund. So ungefähr 2/3 der Bevölkerung sind christlich, ungefähr 11% sind Atheisten. 5% sind andere und 17% haben nicht geantwortet. Das letzte führe ich deswegen auf, um zu zeigen, diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Das sind die Zensusdaten. 17% sind vergleichsweise viel, die sich noch irgendwie auf die anderen Dinge verteilen können und man weiß nicht genau wie. 18% der Bevölkerung, habe ich einfach mal so dazu genommen, ist mindestens funktional analphabetisch, um einfach mal so eine Dimension zu nennen, an die Leute nicht unbedingt denken. Wenn man sich irgendwie so überlegt, 1/5 der Bevölkerung ist nicht in der Lage, was heißt funktional analphabetisch? Es gibt zwei Arten von Analphabetismus, also es gibt mehrere Arten. Das eine Level ist irgendwie, ich kann nicht lesen und nicht schreiben, weil ich habe es nie gelernt. Dann gibt es irgendwie, ich konnte mal lesen und schreiben, habe es aber wieder verlernt. Und dann gibt es irgendwie, ich kann irgendwie schon lesen, aber mehr so
Buchstabe für Buchstabe und vielleicht kann ich meinen Namen schreiben und so, aber nicht auf einem Level, dass ich damit, wie man es erwarten würde, an der Gesellschaft teilnehmen kann. Ich kann keine Formulare ausfüllen oder ich kann keine Bewerbungen schreiben oder ne, ich kann keine Texte lesen und verstehen. Und ich finde das schockierend, 18%, aber genau. Und warum ich diese Zahlen nenne, ist meine persönliche Meinung ist, immer wenn man eine hinreichend große Stichprobe nimmt aus der Bevölkerung, zum Beispiel mal so alle Mathe-Studenten oder alle Leute, die arbeiten oder alle Leute, die, weiß ich nicht, hier in Heidelberg sind, und die Stichprobe, die Anteile, die man dabei misst bei dieser Stichprobe, massiv abweichen von diesen Zahlen, bedeutet das, dass man faktisch einen vorbelasteten Selektionsprozess hat. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken konnte auf Deutsch. Das heißt, irgendwie selektiere ich meine Leute, Studenten, Leute in Heidelberg, Menschen mit Job, auf eine Art und Weise, die dazu führt, dass ich übermäßig viele Atheisten oder Christen oder Frauen oder Männer wähle. Das ist nicht immer schlecht. Einer der Gründe, warum ich die Analphabeten hier aufgeführt habe, ist, es ist relativ klar, dass wenn wir jetzt so eine Stichprobe machen über so Studis in Heidelberg, dass wir nicht auf 20% Analphabeten kommen. Das ist relativ klar und irgendwie kann man jetzt so und so finden, aber es ist offensichtlich, ist das so und macht irgendwo Sinn. Aber manchmal ist es schon schlecht und immer sollte man sich darüber Gedanken machen, warum das eigentlich so ist. Zum Beispiel, wenn wir mal so eine Stichprobe nehmen hier aus dem Chaostreff, die ist nicht so furchtbar riesig, deswegen können da noch ganz andere statistische komische Effekte auftreten, aber glaubt mir, es ist ungefähr repräsentativ, haben wir zwei Frauen von ungefähr 20 Leuten oder so gerade hier. Das sind ein bisschen weniger als 50%. Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Und wenn ich sage, der Selektionsprozess, dann meine ich auch nicht, wir als Chaostreff geben uns zu wenig Mühe oder wir als Chaostreff finden Frauen doof, sondern der Selektionsprozess beinhaltet für mich auch, wie gehen wir als Gesellschaft damit um, Frauen an Computer ranzuführen, und sind Frauen vielleicht einfach genetisch prädispositioniert, dass sie das nicht wollen oder was auch immer da der Fall sein kann. Da kann es unendlich viele verschiedene Gründe geben. Ich will da auch kein Urteil darüber fällen. Ich sage nur, es ist nicht so einfach zu sagen, ja, natürlich sind hier wenig Frauen. Hast du dir mal angeguckt, wie viele Frauen Informatik studieren? Das ist Teil des Selektionsprozesses für mich. Hier ist eine Folie, da könnte Ihre Quelle stehen, dass Diskriminierung ein Problem ist. Ich hatte hier vorher eine Folie stehen, da standen so ganz viele Gruselfakten über was ist der Wage Gap und sowieso und wie viele Leute fühlen sich für Schwulsein diskriminiert. Und ich habe dann beschlossen, diese Slide lieber rauszunehmen und stattdessen zu sagen, also mein Problem mit solchen Sachen ist immer, wenn man das macht, dann versuchen Leute das Number Game zu spielen. Dann sagen sie, aber der Wage Gap ist doch gar nicht 20%. Der ist doch viel kleiner, weil da wurde ja nicht mit einberechnet, das. Und das ist mir egal, aber okay, dann rechnet man es ein und sagt, der ist 7%. Und dann sagen sie, er ist aber auch nicht 7%, weil da wurde nicht einberechnet, das. Und dann sagst du, okay, das ist mir völlig egal für die Frage. Aber so, ich mag das Number Game nicht. Es ist ein Problem, es gibt beliebig viele Quellen, aber ich hatte keine Lust, jetzt Zahlen um mich zu werfen, wenn ich, insbesondere ist es schwierig, häufig Zahlen zu finden. Wie gesagt, jede Studie kann man anzweifeln auf Basis von irgendwas. So, jetzt kommen wir zu den echten Dingen. Worum rede ich eigentlich? Also, eigentlich, das ist Need. Und das erste, worüber ich rede, ist, weil es das aller wichtigste ist, Unconscious Bias. Ich kenne keine gute deutsche Übersetzung. Im Wesentlichen, ist das eines der wesentlichen zugrunde liegenden Probleme, wenn wir über Diversity reden. Und das ist die Theorie, dass Menschen überraschenderweise durch unterbewusste Prozesse Urteile fällen auf Basis von Kriterien, die potenziell nicht geeignet sind, darauf zu selektieren, worauf sie selektieren wollen. Zum Beispiel gibt es unterbewusste Biases, die sagen, Frauen machen eher so Familie, Männer machen eher so Job. Das ist wichtig zu betonen, unterbewusste Prozesse, aber die finden statt. Und da wollte ich jetzt einfach ein paar Quellen nennen. Zum Beispiel gibt es diese schöne Studie, da hat man mal Bewerbungen gemacht, Lebensläufe ohne Namen, sich Lebensläufe ausgedacht und die irgendwie an Employees geschickt.
Und es stellt sich raus, wenn man irgendwie auf diese Bewerbung irgendwie so Namen schreibt wie Tamika oder Aisha oder Tyrone, so traditionell schwarze Namen, dann muss man im Schnitt 50% mehr Bewerbungen verschicken, um mal ein Bewerbungsgespräch zu bekommen, als wenn irgendwie der Name ist Brandon oder Greg oder Emily oder Anne. Also keine, das sind ganz bekannte Studien, also völlig klassisch. Keine Unterschiede, außer der Name ändert sich und sofort macht es einen Unterschied. Den gleichen Effekt kann man messen bei männlich versus weiblich, wenn man irgendwie einen männlichen Namen draufschreibt oder einen weiblichen Namen. Relativ offensichtlich, kennen vielleicht viele, kann man messen, ist so. Das bedeutet nicht, dass die Leute, die diese Bewerbungen lesen, Frauen blöd finden. Das heißt einfach nur, also niemand von denen wird sagen, oh, hier ist so eine Bewerbung, die ist von so einer Frau. Na, ne. Sondern es sind halt unterbewusste Dinge, die passieren halt und die führen dazu, dass im statistischen Mittel dieser Effekt auftritt. Der zweite, was ich ein super gutes Beispiel finde, auch sehr relevant für uns, ist, man kann messen, wenn man so Bewerbungsgespräche mit Leuten macht und man legt da irgendwie so Star Wars Poster und Figurinen und irgendwie Rubik's Cubes und so Zeug aus, dann werden signifikant weniger Leute sich also diesen Job annehmen, die sich nicht identifizieren mit Nerddom. Also man misst halt, man fragt sie halt, wie sehr identifizierst du dich mit, sagen wir, Star Wars oder Nerdkultur oder Zeug. Und man stellt fest, wenn Leute sich nicht damit identifizieren und damit in dem Bewerbungsgespräch konfrontiert werden, einfach weil so Gegenstände rumliegen, das war wirklich subtil, wenn man sich diese Studie mal durchliest, reicht das schon, um Leute abzuturnen. Und es stellt sich halt raus, Frauen haben im Schnitt, sind signifikant weniger identifiziert mit diesen Idealen. Das heißt, wiederum, auf Seiten der Bewerber existiert einfach ein unconscious bias, wenn sie sich nicht damit identifizieren, irgendwie mit Nerdkultur und in eine Umgebung gebracht werden, die viel Nerdkultur ist, dann existiert einfach die unterbewusste Abstoßung zu sagen, irgendwie habe ich hier viel weniger Bock drauf, als ich sollte. Habe ich auch, die Studien habe ich verlinkt und so. Nächste Studie, sehr schöne Studie. Um mal klar zu machen, das ist alles, wie super unterbewusst ist alles passiert. Was man gemacht hat, ist, man hat mal so zwei Bewerbungen gemacht. Und man hat eine Ausschreibung gemacht für Polizeichef. Und dann sollten Leute, die irgendwie Polizeichefs einstellen, sollten anhand von der Bewerbung entscheiden, stellen wir den ein oder nicht. Und dann hat man den, ihr merkt übrigens den starken Bias aus unternehmerischer Sicht und so, das liegt daran, dass dort ein sehr großes Interesse daran besteht, das aufzuheben, an Unis irgendwie nicht so sehr. Man hat also diese Bewerbung gemacht, man hat zwei Bewerbungen gemacht. Die eine war mehr so jemand, der gut gebildet ist, der eine gute Universitätsausbildung genossen hat und irgendwie buchschlau war. Und die andere Bewerbung war mehr so jemand, der hatte Erfahrung, der wusste, was auf der Straße los ist. Der kannte sich irgendwie aus mit Menschen und Zeug. Und dann hat man die so rausgeschickt und festgestellt, Leute, die diese Entscheidung treffen, mögen Leute, die auf der Straße unterwegs sind. Die mögen mehr so Street Smarts. So, das war die erste Studie. Die zweite Studie war, sie haben dann mal Namen draufgeschrieben, und zwar männliche und weibliche Namen, jeweils mit 50%, und rausgeschickt und dann halt gemessen. Und oh Wunder, die Frauen wurden signifikant seltener genommen. Dann hat man gefragt, warum eigentlich? Warum habt ihr jetzt, also immer wenn sie jemanden abgelehnt haben oder genommen haben, mussten sie ihre Entscheidung begründen. Und es stellt sich raus, dass im Schnitt die Leute, wenn sie eine Frau abgelehnt haben, immer eher so Dinge gesagt haben wie, oh, sie hat zwar Street Smarts, aber wir suchen mehr so nach Book Smart. Und wenn sie das andere Resümee mit einer Frau genommen haben, ja, die hat zwar Book Smart, aber wir suchen mehr so Street Smart. Und bei Männern hat man halt gesagt, ja, perfekt, genau das, was wir suchen, immer genau das, was drauf stand. Das heißt, du kannst es dir angucken, sie glauben wirklich, dass ihre Entscheidung begründet ist in Fähigkeit. Das heißt, wenn du Leuten das Datum gibst, anhand dessen sie dann potenziell biased ihre Entscheidung treffen, und sie danach fragst, ob sie biased waren, werden sie dir durch die Bank immer sagen nein und das auch glauben. Die glauben, sie haben sich anhand der Daten entschieden, die sie haben. Dritte Studie, hoffnungsvollere Studie. Diesmal haben sie vorher gesagt, hallo,
Was findest du denn so wichtig, wenn du jemanden einstellst für das Amt eines Polizeidudes? Und dann sagten die Leute, ja, wir finden irgendwie Booksmart voll toll, oder die sagten halt etwas, die haben halt sich festgelegt, was ihre Kriterien so sind. Und dann haben sie die Bewerbungen bekommen und auf einmal war der Geschlechtsunterschied weg. Das heißt, dieser Effekt, dass man im Nachhinein seine Entscheidung wegrationalisiert, den kann man im Wesentlichen dadurch aufheben, dass man einfach sagt, du musst vorher Kriterien festmachen. Was ich sehr hoffnungsvoll finde und das gilt für sehr viele dieser Dinge. Man kann sich bei vielen diesen Dingen kann man auch Dinge finden, die das ein bisschen aushebeln. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch eine, ich habe noch eine Studie genannt, aber das ist so ein allgemeines Muster. Es gibt auch eine Studie, die habe ich jetzt hier nicht aufgenommen, weil ich keine Quelle hatte. Da haben sie zum Beispiel einen Raum gemacht, in dem war genau ein Platz frei, neben einem Schwarzen. Und dann haben sie die Reaktionszeiten gemessen. Also nein, es waren zwei Plätze frei, einer neben einem Schwarzen, einer neben einem Weißen. Und sie haben die Reaktionszeiten gemessen, wie lange brauchen die Leute sich zu entscheiden, bis sie sich hinsetzen und wo haben sie sich hingesetzt. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass je mehr Zeit vergangen ist bis zur Entscheidung, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich neben den, also dass sie 50% hatten. Also, unter denen, die sich irgendwie eine Sekunde Zeit genommen haben, war die Verteilung 50-50. Unter denen, die irgendwie direkt losgelegt haben, war die Verteilung halt nicht 50-50, sondern sie haben sich vor allen Dingen neben den Weißen gesetzt. Was auch wieder ermutigend irgendwie ist, ne, das ist irgendwie so das zugrunde liegende Pattern. Unconscious Bias ist voll böse, aber man kann vieles davon aushebeln und deswegen rede ich darüber, indem man sich dessen bewusst ist. Indem man seine eigenen Biases versucht zu untersuchen und anzuschauen und wenn man in der Situation ist, sich irgendwie zu denken, bin ich gerade biased? Wenn man gerade jemanden blöd findet, sich einfach kurz überlegen, finde ich den gerade blöd, weil der blöd ist oder finde ich den blöd, weil ich mag keine Schwarzen? Unterbewusst oder so. Und vielleicht kommt man dann zu dem Schluss, nee, ich finde den blöd, weil er blöd ist und das ist auch gut. Vielleicht kommt man auch zum Schluss, ich finde den blöd, weil er schwarz ist. Das ist blöder, aber immerhin kommt man dazu. Ich meine das ernsthaft. Ich hab nichts dagegen, wenn jemand sagt, ich bin Sexist. Also ich persönlich bin Sexist. Ich merke das jeden Tag wieder, dass ich biased und sexistische Entscheidungen treffe. Ich habe da nichts gegen, aber man sollte das halt kritisch betrachten. Und vor dem Hintergrund empfehle ich euch einfach mal, den Implicit Association Test zu machen. Was die gemacht haben ist, die haben im Wesentlichen Reaktionszeiten gemessen und Fehlerraten gemessen. Das heißt, sie zeigen euch einen Bildschirm, da zeigen sie euch in der Mitte ein Wort, zum Beispiel Chemie, und dann zeigen sie euch oben links und rechts jeweils eine Kategorie. Zum Beispiel männlich, weiblich. Und dann zeigen sie euch irgendwie Begriffe wie Onkel, Sohn, Mann, und ihr sollt sagen, ist es männlich oder ist es weiblich, und je nachdem eine Taste drücken, und dann zeigen sie euch Science oder Liberal Arts, also Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften, und ihr seht irgendwie Chemie und Englisch und Geschichte und Physik, und ihr sollt jeweils sagen, ist es Science oder Liberal Arts, und dann zeigen sie euch, drücke links, wenn es männlich oder Science ist, und rechts, wenn es weiblich oder Liberal Arts ist, und dann machen sie das wieder, sie zeigen euch irgendwie Onkel und Chemie und Physik und Tante und Mutter und so. Und ihr müsst es jeweils drücken und dann switchen sie das rum und sagen, drücke links, wenn es männlich oder Liberal Arts ist und rechts, wenn es weiblich oder Science ist. Und dann drückt ihr wieder mit rum. Und was die machen ist, die messen einerseits eure Fehlerraten und andererseits eure Reaktionszeiten. Und wenn ihr zu lange braucht zu reagieren oder zu häufig falsch ratet, dann sind eure Ergebnisse ungültig. Aber sonst kriegen sie ein relativ gutes Measurement darüber, ob es euch mehr Zeit kostet, die korrekte Zuordnung zu treffen, wenn die zusammengehörigen Kategorien mit euren Biases übereinstimmen oder wenn sie dem widersprechen. Und es stellt sich raus, die überwiegende Mehrheit der Menschen hat gegen alles mögliche Biases. Also die messen das für alles Mögliche, die messen das auch für Gewicht, für Alter, für Präsidenten, hat man Biases gegen bestimmte Präsidenten, für Rassen, für Geschlechter, für alles. Und die sagen auch nicht, findest du Frauen scheiße, sondern sie sagen, hast du eine implizite Assoziation zwischen weiblichen Begriffen und Liberal Arts zum Beispiel oder nicht? Und es stellt sich halt raus, die überwiegende Mehrheit hat solche impliziten Assoziationen und das ist sehr schön, das mal zu machen, weil man was über sich selbst lernt. Im Zweifelsfall lernt man über sich selbst, dass man ein Ausreißer ist und keine Biases hat, das ist natürlich auch schön. Oder Anti-Biases, also genau gegengesetzte Biases von der Mehrheit.
Aber der ist auf jeden Fall super gut gemacht und den empfehle ich auf jeden Fall mal zu machen, um sich biased selbstbewusst zu sein. So, nächstes Hot Topic, geschlechtergerechte Sprache. Da werden Leute gerade an der Uni sehr aggressiv, wenn man ihnen sagt, dass man gendern soll. Aber es lässt sich halt empirisch untersuchen und es stellt sich raus, dass wenn man das generische Maskulinum verwendet, findet ein signifikant niedrigerer gedanklicher Einbezug von Frauen statt. Entgegen, wenn man das Bin-I benutzt oder Doppelnennung oder sonst was. Also, ich habe ein Paper dazu hier verlinkt, weil das das eine war, was ich gerade zur Hand habe. Wie gesagt, ich habe nicht furchtbar lange recherchiert, leider. Aber da gibt es für den englischsprachigen Raum 100 Millionen Studien, die das belegen. Für den deutschsprachigen Raum immerhin Tausende. Und ich suche später nochmal mehr raus. Erstmal, worum geht es? Was kann man so alles machen? Das eine ist das generische Maskulinum. Das ist so die von den meisten Leuten präferierte, weil es ist ja die einfachst zu lesende Version. Das ist das generische Maskulinum. Da sagt man also quasi Studenten. Dann gibt es die Beidnennung, da sagt man quasi, nennt man beide Geschlechter, um beide sichtbar zu machen, Studenten und Studentinnen. Oder das Bin-I, StudentInnen mit einem großen I. Oder das Gender Gap oder den Gender Stern, StudentInnen, aber diesmal mit einem Stern geschrieben. Dann gibt es die beliebte neutrale Formulierung, man sagt Studierende, nee, ich studiere aber gerade gar nicht. Und dann gibt es meinen persönlichen Favoriten, das generische Femininum, man sagt aber StudentInnen. Das generische Femininum mache ich vor allen Dingen deswegen, weil man damit hervorragend die Diskussion beenden kann, wenn Leute sich über Gendering beschweren, weil man sagt, wieso ist doch genauso lesbar wie generisches Maskulinum. Studien, die da so gemacht wurden und in dem Paper so genannt wurden, sind so Dinge wie, wir schreiben mal so einen Artikel über so einen Kongress und da schreiben wir entweder rein, 100 Wissenschaftler haben sich getroffen oder man schreibt, 100 WissenschaftlerInnen haben sich getroffen oder man sagt, 100 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben sich getroffen. Und dann fragt man danach mal so Menschen, nachdem sie den gelesen haben, was glaubst du denn, wie viel Prozent waren davon Frauen? Und dann stellt sich raus, überraschenderweise, wenn man eine Beidnennung hat oder das Bin-I hat, nennen die Leute höhere Prozentzahlen von Frauen. Insbesondere Frauen nennen höhere Prozentzahlen von Frauen, Männer nicht, aber Frauen schon. Was natürlich genauso spannend ist, das heißt nicht, Frauen haben mehr Biases gegen Frauen, sondern, also das ist nicht die Aussage, sondern die Aussage, die man davon mitziehen sollte, ist, wenn man dauernd nur von Wissenschaftlern redet, dann kriegen Frauen unterbewusst den Eindruck, dass es nur Wissenschaftler gibt. Das zweite war Lesezeit bei generischem versus spezifischem Maskulinum, auch eine Studie, die mir sehr gefallen hat. Da haben sie einfach so einen Satz geschrieben, sie haben zwei Sätze hintereinander geschrieben. Der erste Satz enthielt einen Satz im generischen Maskulinum, und der zweite Satz enthielt einen Satz, der sich auf Personen aus dem ersten Satz bezogen hat. Und zwar entweder im generischen Maskulinum oder im spezifischen Maskulinum oder im spezifischen Femininum. Man hat also so irgendwie so einen Satz geschrieben wie Studenten fahren gern mit Fahrrad. Und dann hat man danach so einen Satz geschrieben wie zum Beispiel dabei machen sie sich Sorgen um den Anzug oder aber dann wird ihr Rock immer so dreckig oder und dann kommen sie schneller zum Lesesaal. Man hat also drei Varianten gehabt. Ja, Frage? Wie viele haben denn die tatsächlich vernünftige Antwort dazu gegeben? Nämlich, sie können dazu keine Aussagen machen, weil keine Zahlen genannt wurden in dem Artikel? Weiß ich nicht. Und das war nicht die Frage. Die Frage war, was glaubst du, wie viel Prozent Frauen waren da? Kann ich nicht beantworten. Doch, kannst du. Hä? Also doch, kannst du. Du kannst sagen, was du glaubst, wie viel das. Sie haben nicht gefragt. Wie viele Menschen wurden da drin genannt? Doch. Doch. Ja, okay, dann schüttel weiter den Kopf, aber doch. Die Frage war, was würdest du sagen, wie viel Menschen davon Frauen sind? Und du sagst, jetzt kann ich nicht beantworten, weil du gerne widerlegen willst, dass diese Studie Sinn macht. Aber doch, diese Frage ist sinnvoll und wohl formuliert. Die kannst du beantworten. Du kannst sagen, wenn ich mir diesen Kongress vorstelle, wie viele Frauen stelle ich mir dabei vor? Das kannst du beantworten, ob du das willst oder nicht. Dafür musst du nicht in diesem Artikel gelesen haben, wie viel da waren. Sorry, ist halt so. Und dann haben sie gemessen, bei dem zweiten Satz, wie sehr
die Lesezeit des zweiten Satzes abhängt in Abhängigkeit von, ob generisches Maskulinum, spezifisches Maskulinum oder spezifisches Femininum benutzt wurde. Der dritte Satz war Nennung beliebter Persönlichkeiten. Nenne deine drei Lieblingsschauspieler oder nenne deine drei LieblingsschauspielerInnen oder nenne deine drei Lieblingsschauspieler und Schauspielerinnen. Nenne Kandidaten von CDU und SPD für die Bundeskanzlerwahl. Da all diese Sachen, also die letzten beiden Sachen insbesondere, so ein bisschen von persönlicher Erfahrung und so abhängen, haben sie zuletzt ein Experiment gemacht, wo sie Dias gezeigt haben. Und sie haben immer eine Frage gestellt mit einem Kategorienwort und danach ein Bild. Und du solltest auf Ja drücken, wenn dieses Bild zu dieser Kategorie passte, und auf Nein, wenn nicht. Und dann haben sie wieder Reaktionszeiten gemessen. Sie haben so ein paar harmlose Sachen gemacht, so wie Trinkgefäß und dann so eine Tasse gezeigt und so. Und sie haben dann auch so Fragen gestellt wie Politiker oder Sportler, beziehungsweise SportlerInnen oder also Sportler oder Sportlerin, und jeweils Reaktionszeiten gemessen. Und all diese Studien kamen relativ eindeutig alle zu dem Schluss, da gibt es einen faktischen Unterschied. Und man muss das nicht mögen, dass das so ist, und man kann das Gendering noch so blöd und unleserlich finden, aber das kann man empirisch untersuchen, und die empirische Untersuchung sagt, das existiert, der Effekt. Und da kommst du nicht rum. Das ist ein unterbewusster Effekt, aber da kommst du nicht rum. Wichtig, es ist ein unterbewusster Effekt, wollte ich noch erwähnen. Also, um nochmal darauf zurückzukommen, es geht die ganze Zeit um diese Unconscious Bias-Geschichte, die allen zugrunde liegt. Wenn euch jemand sagt, ich meine aber auch Frauen, wenn ich das schreibe, also insbesondere, wenn du als ersten Satz in deine Studienordnung schreibst, immer wenn wir das generische Maskulin benutzen, sind auch Frauen gemeint, hilft das nichts. Null. Nada. Jetzt. Das heißt, es geht nicht um, was du meinst, es geht auch nicht um, wenn du diesen Satz liest, verstehst du dann, wer gemeint ist, wenn du drüber nachdenkst, sondern es geht darum, was sind die unterbewussten Effekte, die existieren, und diese Effekte existieren, statistisch, signifikant, im Mittel. Jetzt die Teufelsfrage, angenommen, wir akzeptieren jetzt mal, dass Gendering irgendwo einen relevanten Effekt hat, wie gendert man denn korrekt? Und das ist die nächste Hassfrage, mit der man dieses Argument immer so ein bisschen kaputt reden kann. Meine Antwort darauf ist, ist mir persönlich völlig egal. Wenn ihr gendert, dann zeigt ihr damit, ihr habt euch darüber Gedanken gemacht, ihr wollt das sichtbar machen, und mir persönlich reicht das, ist die Kurzantwort. Die lange Antwort ist, benutzt die neutrale Formulierung, wenn ihr könnt. Wenn ihr die neutrale Formulierung nicht benutzen könnt, benutzt den Gender Gap oder den Gender Stern. Und wenn ihr mit Leuten redet, die finden Gendering ganz blöd, dann benutzt das generische Femininum, weil dann treut ihr die. Der nächste Begriff, den man vielleicht hört, wenn man irgendwie redet mit Feministen und so, ist Privilege, den ich unglaublich wichtig finde. Da haben wir auch schon drauf angespielt am Anfang. Privilege bezeichnet einfach dieses Phänomen, dass man Vorteile genießt, einfach weil man zu einer Mehrheit gehört. Einfach weil man weiß ist, profitiert man davon, dass es eine gesellschaftliche Diskriminierung von Nichtweißen gibt. Weil man männlich ist, profitiert man davon, dass es eine gesellschaftliche Diskriminierung von Frauen gibt. Auch da, um das nochmal reinzuhämmern, das ist meistens nicht bewusst. Und das ist auch der wichtige Part, weswegen das häufig genannt wird. Leute wissen nicht, dass sie das tun. Ich bin mir nicht bewusst, wie es so sein muss, wenn man die Straße lang geht und dauernd irgendwer hinter einem herruft, hey sexy lady, zeig deine Titten. Kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht, weil ich bin ein Mann. Ich bin mir nicht bewusst, dass dieses Problem existiert, weil ich bin ein Mann. Ich bin mir bewusst, dass dieses Problem existiert, weil mir Frauen gesagt haben, dass es existiert, aber das ist zweitrangig. Das zweite ist, es ist keine Anschuldigung. Leute, die euch sagen, check your privilege, habt ihr vielleicht schon mal gehört, wollen euch damit nicht sagen, hey, du bist voll scheiße, weil du bist weiß und so, sondern was sie euch damit sagen wollen ist, hey, du hast gerade gesagt, Sexismus ist ja gar kein Problem mehr, aber du bist ein Mann. Bist du dir eigentlich sicher, dass Sexismus kein Problem ist, oder glaubst du das vielleicht nur, weil du ein Mann bist und damit noch nie mit Sexismus konfrontiert wurdest, weil du genau auf der anderen Seite des Zauns bist? Genau das gleiche wie, versucht mal drauf zu achten, wie das so ist mit Behindertengerechtigkeit irgendwo. Also tut mal so, als würdet ihr am Rollstuhl sitzen, dann fällt euch ganz schnell auf, wie gar nicht ihr merkt, wo man überall nicht hinkommt, wenn man im Rollstuhl sitzt.
Also es ist nicht böse gemeint, sondern es ist einfach nur ein, das kann man sich nicht bewusst sein, wenn man zu der Mehrheit gehört. Drittens ist es nicht universell. Nur weil wir sagen, Weißsein ist hard privilege, heißt das nicht, jeder, der weiß ist, muss merkbar davon profitiert haben. Ihr könnt, wenn jemand euch sagt, check your privilege, du bist ein weißer Mann, dann ist es keine gültige Antwort zu sagen, ja, aber ich persönlich habe ja nie davon profitiert, weil bla. Man sagt, natürlich ist das irgendwo ein statistischer Effekt, so wie eigentlich alle statistische Effekte sind. Das heißt, nur weil es nicht auf euch persönlich unbedingt zutrifft, heißt es nicht, dass es nicht kein gültiges Prinzip ist. Und das vierte ist nicht auf allen Achsen. Das heißt, ich könnte antworten, wenn mir jemand sagt, check your privilege, weil ich ein Mann bin, könnte ich antworten, ja, aber mein Leben war auch nicht leicht. Ich bin Arbeiterkind. Ich musste mich an die Uni, meine Mutter hat mich rausgeworfen, ne, und stuff. Wissen einige Uni? So. Mein Leben war ja auch nicht leicht. So. Aber wenn mir jemand sagt, ich habe Privilege, weil ich ein weißer Mann bin, sagt er damit nicht, und deswegen war dein Leben leicht, sondern er sagt, es gibt halt viele Achsen und auf einigen Achsen bist du vielleicht mehr privilegiert als auf anderen Achsen. Das heißt, ja, ich bin ein Arbeiterkind, aber das heißt nicht, dass es nicht noch viel schwerer für mich gewesen wäre, wenn ich ein Arbeiterkind und eine Frau und schwarz und lesbisch und behindert wäre. Ich empfehle zu diesem Thema, das Geek Feminism Wiki, wie zu so ungefähr allem, das verlinkt dann noch auf weitere Dinge, die das irgendwie erklären. Die Idee hinter, wenn Leute euch darauf hinweisen, dass ihr Privileg habt, ist, ihr sollt euch dessen bewusst sein. Ihr sollt euch deswegen nicht unbedingt schlecht fühlen, aber ihr sollt euch deswegen bewusst sein, weil das auf Dauer das Einzige ist, was ihr tun könnt. Ich kann nichts dagegen tun, dass ich ein Mann bin, also irgendwie schon, aber ich will nichts dagegen tun, dass ich ein Mann bin. Und das heißt, das Einzige, wie ich darauf reagieren kann, ist mir bewusst zu sein, dass ich damit bestimmte Probleme einfach nicht begreifen kann und einfach hinnehmen muss, dass sie irgendwo existieren. Zuletzt, das nenne ich mal Reverse Sexism, das ist das eines der häufigsten Anti-Argumente, die man so hört, nämlich Leute, die sagen, ah, du bist Feminist, du hast doch nur Männer oder du willst doch irgendwie nur Frauen höher stellen oder so. Oder in einer weicheren Form, ich finde ja auch, Frauen sollten gleichgestellt sein, aber eigentlich sollte man nicht Feminist sein, sondern alle gleich behandeln. Und das ist das Richtige. Und die Antwort dazu ist irgendwo ja, aber ja, meine Theorie, und das ist jetzt reine Spekulation, meine Theorie zu dieser Argumentation ist, dass sie ein bisschen aus dieser Weltsicht stammt. Diese Weltsicht, die Gesellschaft ist irgendwo hier und wenn wir die nur in Ruhe lassen und nicht mehr diskriminieren, dann rollt die irgendwann in die Mitte und dann ist heile Welt. Und meine These ist aber, dass die Welt eigentlich eher so aussieht. Gleichberechtigung ist ein instabiles Gleichgewicht. Ja, es ist ein Gleichgewicht. Ja, in einer gleichberechtigten Welt, wenn wir alle Leute perfekt gleich behandeln, wird niemand mehr diskriminiert. Aber es ist ein instabiles Gleichgewicht. Das heißt, wir müssen erstmal aktiv den Ball den Berg hochrollen. Das ist reine Spekulation. Ich sage das nur, weil ich das so unglaublich häufig gehört habe und das ein unglaublich schwieriges Thema ist. Warum machen wir eigentlich Workshops extra für Frauen? Warum gibt es eigentlich an der Uni Networking-Veranstaltungen für Frauen? Warum gibt es Konferenzen, auf denen nur Frauen Zutritt haben? Warum gibt es kostenlose Taxi-Services für Frauen? Das ist doch alles Diskriminierung. Die Antwort ist, naja, der Grund, aus dem es das gibt, ist gerade ist die Welt scheiße und wir müssen uns erstmal dafür sorgen, dass die Welt aktiv in einen gleichberechtigten Zustand gezogen wird. Und ich glaube, dass das, ich glaube, dieses Bild stimmt. Ich glaube, Leute, die argumentieren mit Reverse Sexism, glauben originär, wenn wir alles, also die gehen von der Logik aus, wenn wir nicht diskriminieren, dann wird die Welt früher oder später gleichberechtigt sein. Und ich glaube, meine Sicht ist das. Ich weiß nicht, welche Sicht die korrekte ist, aber ich hoffe, dass, wenn man die beiden Sichten irgendwie sich mal vergegenwärtigt, man vielleicht wenigstens drüber reden kann. Wenn ihr mehr wissen wollt, das Geek Feminism Wiki, habe ich gerade schon erwähnt, ist eine Ressource für Geeks. Das hat explizit das Ziel, sich an Hacker und Geeks zu richten, über angenommen,
Ihr seid entweder Frauen in dem Umfeld und wollt euch informieren und vernetzen, oder angenommen, ihr seid Männer und ihr findet, da gibt es ein Problem und ihr wollt helfen, was können wir tun? Da stehen viele nützliche Infos drin. Und das dritte, das zweite ist die Source auf Unconscious Bias at Work, was ein Workshop ist, den Disclaimer Google veranstaltet. Und dieses Video nennt unglaublich viele, unglaublich gute Quellen zum Thema Unconscious Bias insbesondere. Ungefähr alle Studien, die ich genannt habe zum Thema Unconscious Bias, sind aus diesem Video. Und das hat noch viel, viel mehr und er erklärt das alles viel, viel besser als ich. Und das sollte man sich meiner Meinung nach anschauen. Und damit bin ich fertig. Dann. Gibt es Fragen? Nicht, dass ich sie beantworten könnte, aber gibt es Fragen? Ja? Die Frage nach Korrelation ist die Kausalität. Ja, und Wissenschaft ist schwierig. Das gibt ja den Unterschied, dass sehr viele Frauen kleiner sind als Männer, dass Frauen eine höhere Stimmlage haben als Männer. Ja. Das hat ja auch einen Einfluss. Das hat man, den kann man ja auch nachweisen. Okay, du hast recht. Wie gesagt, erstens, Wissenschaft ist schwierig. Und zweitens, ist das furchtbar wichtig? Also, das ist genau die Diskussion, die ich nicht unbedingt führen will. Weil ich das zu schwierig finde. Ich finde, das ist sowas, ich bin da Laie und ich unterstelle, du bist da auch Laie und da kann man Forschung machen und Forschung ist schwierig, aber man kann da Forschung machen, ob das jetzt Korrelation oder Kausation ist. Und man kann sich über Metastudien da vergewissern. Ich persönlich bin da nicht furchtbar gut informiert, muss ich sagen. Ich habe auch, das ist das, was ich meine mit dem, ich finde das, also du hast recht, aber Forschung ist schwierig. Das gleiche Problem könntest du auch anmerken zu, wenn ich einen Apfel hochwerfe, kommt er wieder runter. Kannst du sagen, ja, aber Korrelation impliziert nicht Kausation und das stimmt. Deswegen machen schlaue Menschen ganz viele Experimente, um zu gucken, ob alle Äpfel, wenn man sie hochkommt, wieder runter, wenn man sie hochwerft, wieder runterkommen. Und ich fühle mich wohler, schlaue Menschen die Forschung dazu zu überlassen. Und ich behaupte nicht, absolute Aussagen zu treffen, was die Ursachen dafür sind. Und wie gesagt, ist es so wichtig, zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, nehmen wir mal das Wage Gap. Das durchschnittliche Gehalt von Frauen ist 20% niedriger als das von Männern. So, jetzt kannst du sagen, ja, aber das berechnet ja nicht mit ein, dass Frauen grundsätzlich schlechtere Jobs haben. Also so, irgendwie, die machen halt andere Jobs. Und dann sagst du, ja, okay, dann sind es 7%. Und dann sagst du, ja, aber das berechnet immer noch nicht ein, dass Frauen eher in schlechter bezahlten Branchen und nicht so sehr auf zum Beispiel nicht so sehr auf Promotion aus sind. Oder es gibt halt nicht so viele Frauen und damit sind sie schlechter oder was auch immer. Die Antwort ist, spielt das so eine große Rolle? Ist es nicht trotzdem ein Problem, wenn das Durchschnittsgehalt von Frauen 20% geringer ist? Ist es wirklich fair zu sagen, weil es eine genetische Prädisposition von Frauen gibt, körperlich weniger harte Arbeit zu leisten, bezahlen wir sie im Schnitt schlechter? Ich sage nicht, dass das so ist. Ich sage nur ganz so einfach, also es ist halt komplizierter. Ja, sorry. Das Problem ist, wenn du positive Diskriminierung machst, wem du jetzt damit hilfst. Vielleicht hilfst du ja eben genau denjenigen, die gerade gar nicht diskriminiert sind. Das ist einfach quasi genau den Fall. Ja, und ich sage einfach mal, dass es eine relativ einstimmige Meinung in der Forschung gibt, dass aktiv Frauen diskriminiert werden oder Schwarze oder so. Was genau die Ursachen sind, ich bin nicht Politiker. Ich schlage nicht vor, Policy zu machen, weil das ist mir viel zu frustrierend. Das müssen die Forscher entscheiden. Ich glaube, die Forscher sind sich relativ einig, was die Situation ist, was die Realität ist in der Hinsicht. Auch wenn es immer Studien gibt, die das eine und mal das andere sagen, aber wie gesagt, Forschung ist halt schwierig. Also, Forschung ist schwierig und man sollte hier nicht höhere Ansprüche an Forschung stellen als an alle andere Grundlagenforschung und
soziologische Forschung insbesondere. Weil empirische Forschung ist ja nochmal so einen ganzen Tacken schwieriger. Also, was dir jeder Nutritionist zum Beispiel sagen kann. Also, meine Meinung ist, in so einer Diskussion wird normalerweise die Bar höher gehängt von Kritikern für Gender Studies, weil es ja keine echte Wissenschaft und so. Und außerdem, da kann ja jeder was zu sagen, weil jeder kennt Frauen. Und deswegen will ich die ganze Diskussion nicht führen. Forschung ist schwierig, sorry. Und sonst noch Fragen? Auch wenn ich sie potenziell nur beantworte mit Forschung ist schwierig? Okay.